gerade. Bitte. Bitte schön. Dankeschön. Bitte, wo ist die Bertiusstraße? Gleich über den Kirchplatz und dann links. Antikriegskongress nach Amsterdam. Ach, komm mal rein. Eure Delegation fährt schon morgen. Morgen? Aber morgen wird doch Peter aus dem Zuchthaus entlassen. Sag mal, stimmt das? Du hast ihn damals im Gefängnis geheiratet? Vor 7 Jahren. Alles ist noch durcheinander. Nicht mal Blumen. Rote Nelken wollte ich dir zum Bahnhof bringen. Deine Lieblingsblumen. Was brauche ich Blumen, wenn ich dich habe? Warum kommst du auch schon heute? Morgen ist doch erst der 13. So gut, kleine Inne. Ich geh zurück in Zuchthaus und komm morgen wieder. Oh. An das Mitglied des ZK, des Kommunistischen Jugendverbandes, Inne Jansen. Ach, um Gottes Willen, Fiete. Das habe ich ganz vergessen. Ich soll nämlich morgen nach Amsterdam fahren. Oder soll ich vielleicht erst einen Tag später? Das dauert doch bloß ein paar Tage. Nun, ich bin doch jetzt immer da. Was macht denn unser Untermieter? Willst du sehen, wie er wohnt? Da muss ich doch. Wenn du in Amsterdam bist, ist er doch mein Untermieter. Hier wohnt Ernst.
Mansfelder Gebiet. Seit 7 Wochen liegen hier die Schächte still. Allerhand. 7 Wochen Streik. Ein harter Menschenschlag. Die Mansfelder. Kulle, ob wir nicht doch abbiegen? Ja. Wann sind wir dann im Ruhrgebiet? Das ist es eben. Man kann nicht überall sein. Mal herhören, Leute! Packt euren Krempel zusammen und fahrt ihr nach Hause! Hier kommt er nicht durch! Aha, Herr von Lanzau! Seit wann spielen Sie denn Verkehrspolizei? Sei doch vernünftig, Rambert. Wir tun doch nur unsere Pflicht. Das erzähle mir deinem Vater, mein Junge. Der sitzt da hinten. Was gibt's denn sowas? Wozu habt ihr die Gewehre mit? Gehen Sie beiseite! Gewehre in Sichern! Da habt ihr einen schönen Sieg. Nehmt den Kindern das Brot weg. Das ist doch für die Streikküche, ihr Helden! Statt eure Männer zur Arbeit anzuhalten, dass sie die Familie ernähren, steht er ihnen noch bei? Klar stehe ich ihnen bei. Ich habe meinem Mann die Treue mal da geschworen. Ich halte sie noch im Streik. Genug gesappert. Hört immer den Arm nicht tief an. Wer sind Sie denn überhaupt? Na? Reichstagsabgeordneter Tillmann. Wer hat Ihnen die Order gegeben? Los, steigt ein! Holt noch ein paar Kumpels von der Streikleitung zur Verstärkung. Macht zu, Kulle! Schwer für die Tiere. Zu wenig Futter, was? Nicht nur das. Da gehört mir schon fast nicht mehr. Der Ochsen ist gepfändet. Und doch helft er den Kumpels. Man tut, was man kann. Wenn wir uns nicht helfen, sind doch dieselben, die den Kumpels den Lohn kürzen und uns das Vieh wegfänden. Vom Leichen schweren Schicksalsschlag getroffen, geneigten Hauptes, so tragen wir, Vertreter der Wirtschaft und der Regierung, mit euch, Angehörige der teuren Toten, die uns so viele Jahre treu gedient haben, in Schmerz und Leid vereint, die Hingeschiedenen zu Grabe. Ich bin für dich eingesprungen, habe im Namen der ZK gesprochen. Ist sogar besser, dass du gesprochen hast. Sie haben ergreifend gesprochen. Ihre Worte gingen uns allen zu Herzen. Ich danke Ihnen im Namen des Zentralvorstandes des Gewerkschaftsbundes. Auch wir denken sozial, Herr Tarnow. Auch wir. Es zog ein Mann von Jericho nach Jerusalem. Er fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn und ließen ihn dann liegen. So erging es auch unserem Wilhelm Meyer und all den anderen. 15 Jahre zog er aus zum Schacht Gute Hoffnung. Dort fiel er unter die kapitalistischen Räuber. Und nun liegt er vor uns. Geschmacklos.
Blick auf! Was soll denn der Wisch hier? Ich erkläre mich mit der Lohnkürzung von 12% einverstanden. 12%? Jawohl, ihr Arschlöcher. Ich bin aber nicht einverstanden. Was nun? Ja, auch nicht. Auch nicht. Wenn wir nicht unterschreiben, legen Sie den Schach still. Wie Luise und Ruprecht. Du hast doch keine Ahnung. Sie haben den halben Schacht entlassen. Hier sind die Listen. Das Schloss muss nicht gefallen. Was ist da los? Hoppe! Kerber ist da! Was ist Teddy? Glück auf, Kollege Kehlmann. Was sagst du dazu? Uns wollen sie nicht oben schließen. Das alles auf unsere Knochen. Sollen doch die da oben blechen. Der Frack ist leer und der Bauch ist leer. Nur noch dieser Fisch hier. Das ist doch eine Gemeinheit. Den Mann muss sie unter die Erde bringen und ihren Jungen schmeißen sie raus. Ein Unglück folgt dem anderen. Der Kapitalismus ist unser Unglück. Warum häufen sich denn die Grubenkatastrophen? Die Kohle ist teuer, aber das Leben der Proleten ist billig. Deswegen müssen wir uns wehren. Streik! Noch klar! Und dann wäre der Beste! Ja, das ist leicht gesagt! Damit wir auch noch die letzten Fänge loswerden. Wovon soll ich leben? Na, kannst du davon leben, du Klugscheißer? Sieh dir das an. Kollege Thälmann, Tarnow sagt, in der Krise kann man nicht streiken. Stimmt das? Tarnow fürchtet, dass wir durch Streiks die Krise verschärfen. Also den Kapitalismus schwächen. Na und? Das wollen wir ja gerade. Der Kapitalismus muss immer Hiebe kriegen. Für uns gelten nicht die Interessen der Kapitalisten, sondern nur die der Arbeiter. Millionen warten auf Arbeit. Und wir sollen streiken? Ob die unorganisierten mitmachen, ist eine große Frage. Und die Familien? Die Frauen haben doch Angst. Die halten uns bestimmt vom Kampf ab. Im Mansfeldischen Grubenrevier, wo die Bergarbeiter seit 7 Wochen streiken, da hat eine Frau gesagt, ich habe meinem Mann die Treue am Altar geschworen. Und ich halte sie ihm auch im Streik. Unterschätzen wir nicht unsere Kraft? Unterschätzen wir nicht die Solidarität? Einen Finger kann man brechen. Aber 5 Finger sind eine Faust. Morgen wird nicht vergessen. Der 22 Hundertschaften im Distrikt Essen zur Verfügung. Danke. Sie haben meine Berichte doch erhalten, Genosse Sebering. Thälmanns Besuch wirkt sich aus. Eine unglückselige Entwicklung. Ich habe Sondervollmachten der Regierung. Das Ruhrgebiet ist in Mansfeld. Thälmann wird sich täuschen. Die
Somit haben wir die Zusicherung der internationalen Solidarität der Bergarbeiter der Sowjetunion, Frankreichs, Englands, der Tschechoslowakei, Belgiens und Polens. Und deine Landsleute sind auch dabei. Es liegt nunmehr nur an uns, an unserem entschlossenen und geschlossenen Handeln. Richtig, richtig. Glück auf, Kuppels. Ich bin kein großer Redner. Ich will auch nicht viel sagen. Aber das eine sehe ich. So kann das nicht mehr weitergehen. Und darum Streik. Ja, ich bin der Meinung. Ich bin der Meinung. Unser Bett steht auch. Unsere Forderungen sind also: Die Löhne werden nicht abgebaut. Richtig. Die Entlassungen werden zurückgenommen. Nehmen die Unternehmer ab. Treten alle Gruben in den Streik. Du hast bis jetzt noch kein Wort gesagt. Was meinst du, Kollege? Ja, also, die Forderungen sind richtig. Aber einen Streikbeschluss im ganzen Ruhrpott durchzukriegen, das ist nicht so einfach. Das weiß auch unser Kollege Florin. Aber die Zeit drängt, der Feind schläft nicht. So wir auch nicht. Wir machen die Nacht zum Tage. Da muss eben die Nacht erhalten. Ich sage mir so, Kollege. Erst kommt das Leder, dann der Stiebel. Wie meinst du das? Erst mal genau wissen, was wir um uns haben. Sorgfältig vorbereiten und dann klappt der Name. Wie man bei uns in Polen sagt, erst das Leder, dann der Stiebel. Kämpft im Ruhrgebiet, bedrohen den Panzerkreuzerbau. Ohne den Geheimrat können wir nicht entscheiden. Zugegeben, Herr Geheimrat, die Präzision des deutschen Arbeiters ist weltbekannt. Ja, vor allem ist unser Arbeiter billig. Nicht teuer. Und doch verfolgt die United Steels mit Sorge die Zukunft ihrer Kredite bei Ihnen. Die neue Wehrvorlage verspricht eine außerordentliche Belebung unserer Produktion. Die Panzerkreuzer-Serie, neue Modell von Tanks. Bedeutende Staatssubventionen stehen in Aussicht. Ach, diese Staatssubventionen werden schlecht und recht die Zinsen unserer Kredite decken. Ich sage es ganz offen. Wir sehen unsere Dollars nicht gerne in einer Hand, die zittert. Erst wenn Deutschland von einer starken Hand regiert wird... Mr. McFarland, die amerikanische Botschaft. Ja, danke. Herr Geheimrat, darf ich erinnern? Ja. Die Reichstagssitzung. Es gibt nur eins, Herr von Papen. Soldaten gehören ans Ruder. Unsere Zeit kommt bald, Herr General. Warten wir erst die Neuwahl des Reichspräsidenten. Herr General, bitte melden zu dürfen. Thälmann spricht schon. Unsere Antwort an die Regierung. Wir Kommunisten lehnen den vorgelegten Wehretat auf das Entschiedenste ab. In unserem Programm der nationalen und sozialen Befreiung erklärten wir, dass durch die Wiederaufrüstung der Militaristen unserem Volk die Katastrophe eines neuen Krieges droht. Das ist Landesverrat! Deutschland, erwache! Deutschland, erwache! Die nationale Befreiung kann niemals durch Krieg und Aufrüstung erreicht werden, sondern sie ist eng verbunden mit der sozialen Befreiung, mit dem Sturz des Kapitalismus. Wir wollen kein bolschewistisches Chaos! Auf einem Sechstel der Erde haben die Arbeiter bewiesen, dass sie ohne Kapitalisten leben können. Aber die Kapitalisten haben noch nie bewiesen, dass sie ohne Arbeiter leben können. Das hat gesessen! Bravo, Daddy! Niemand will also Deutschland entwaffnen! Sie irren. Wir sind für ein wehrhaftes Volk. Wenn die Geschicke des Volkes in den Händen des Volkes liegen, wie in der Sowjetunion. Wir führen einen kompromisslosen Kampf gegen den eigenen und internationalen Kapitalismus. Insbesondere gegen den Versailler Vertrag und den amerikanischen Young-Plan. Also, nieder mit Versailles! Nieder mit dem Young-Plan! Nieder mit Versailles! Deutschland, erwache! Wer den Kapitalismus stützt, und Sie stützen ihn am rabiatesten, der stützt auch die Sklaverei des Versailler Vertrages und des Young-Plans. Diese Herren wollen einen kommunistischen Abgeordneten sprechen. Glück auf, Genossen. Glück auf, Kollege Florin. Glück auf. Hab schon gehört, es hat geklappt. Kommen wir auch nicht zu spät? Spricht Thälmann schon. Teddy spricht schon. Wir warten auf euch. Darf ich bitten, Genossen? Die amerikanischen, englischen und französischen Kapitalisten aber, die den widerstehenden deutschen Imperialismus als Sturmbock gegen die Sowjetunion benutzen wollen, täuschen sich! Dieser deutsche Imperialismus
wird seine Waffen auch gegen diese Länder richten. Die Arbeiterklasse aber ist sich seit langer Zeit wieder ihrer gewaltigen Kraft bewusst geworden. Hier der Beweis für die Kampfentschlossenheit der Arbeiter. 300.000 Kumpels des Ruhrgebiets legten die Arbeit nieder und 160.000 streikende englische Arbeiter stehen ihnen bei. Unerhört! Das verstößt gegen die Beschlüsse der Regierung. Der Schlichtungsausschuss hat doch noch nicht getagt. Die Gewerkschaft hat noch keine Stellung dazu genommen. Das verstößt gegen Recht und Gesetz. Für uns gilt nur ein Gesetz. Das Interesse des werktätigen deutschen Volkes. Herr Abgeordneter Thälmann, ich rufe Sie zur Ordnung. Die Notverordnungen wurden auch vom Herrn Reichspräsidenten unterschrieben. Wir sind auch dagegen, dass an der Spitze der Republik ein Generalfeldmarschall von Hindenburg steht, der ein Werkzeug in den Händen des Kapitals und der Junker ist. Zwingen mich noch schärfere Maßnahmen zu ergreifen. Ein Hindenburg, der sich damit brüstet, außer der Bibel und dem Exerzierreglement noch kein Buch gelesen zu haben. Vom letzten Mal. Ein Hindenburg, der das Wort prägte. Mir bekommt der Krieg wie eine Badekur. In ernster Sorge um die friedliche Entwicklung Deutschlands. Rufen wir den Arbeitern, den Bauern, den Rentnern zu. Wir Kommunisten sind die einzige Partei, die alle Grundfragen der deutschen und internationalen Politik ohne Knechtung fremder Völker, ohne Eroberungskriege lösen kann. Stahler im Landesverband Groß-Berlin angetreten. Kameraden! Front heil! Front heil! Fahnen! Marsch! Du solltest dich was schämen. Die Funktionäre stehen alle am Sammelplatz und du... Du bockst und hockst dir zu Hause. Für den Generalfeldmarschall von Hindenburg traf ich unsere Fahne nicht. Ich nicht. Ihm ist der Krieg wie eine Badekur bekommen. Meinem Sohn hat es das Leben gekostet. Ach, nun mach ich nicht in Gefühlsduselei. Es geht um eine politische Frage. Eben darum. Für Hindenburg traf ich unsere Fahne nicht. Vielleicht wird Thälmann stimmen. Ich gehe lieber zehnmal mit Hindenburg als einmal mit den Kommunisten. Ich stimme nicht für Thälmann. Aber auch nicht für Hindenburg. Du, jetzt reicht's mir aber. Wenn du jetzt nicht Disziplin hältst und sofort mit der Fahne kommst, von alten Sozialdemokraten, da kann man eine andere Haltung erwarten. Sei nicht so halsstarrig, Robert. Ich bin ja auch nicht herbegeistert von Hindenburg. Aber als Betriebsräter der größten Berliner Werke, als alte Sozialdemokraten, dürfen wir der Partei nicht in den Rücken fallen. Du kannst ja deinen Teil denken. Aber nach außen müssen wir wie ein Mann zusammenstehen. Kandidaten der Armen für Brot und Arbeit. Wahlversammlung. Teddy spricht. Bernd Thälmann. Für Brot und Arbeit. Wahlversammlung. Soziale
Sozialdemokraten. Mir steht's bis hier. Jetzt haben sie es geschafft. Hindenburg und Papen sind oben auf und lassen die SA von der Kette los. Und nun stehen die sozialdemokratischen Arbeiter, die sich da selbst eingebrockt haben, ratlos da. Und wollen was tun und tun natürlich nichts, weil der Segen von oben fehlt. Mit denen kann man nicht zusammenarbeiten, verbockt, vernagelt, verständnislos. Warst du bei der BVG? Wie ist die Stimmung bei den Arbeitern? Hast du mit dem Betriebsratsvorsitzenden Dirrhagen gesprochen, wie es beschlossen war? Er soll mir gestohlen bleiben. Latscht mit der Fahne vor dem Hindenburg-Bild. Passen auch gut zueinander. Ich habe eben die Nerven nicht mehr. Man kann doch nicht jedem Einzelnen nachlaufen. Wo kommen wir denn da hin? Das hat mir gerade noch gefehlt. Jetzt bin ich wohl der Schuldige. Atsche. Wir haben doch zusammen die Partei in Hamburg gegründet. Rückschläge gehabt. Erfolge gehabt. Wie ist denn das, Atsche? Haben wir Erfolge? Wem verdanken wir sie? Der Partei. Und machen wir Fehler? Wo müssen wir sie suchen? Bei uns selbst. Genossen, wir geben unter keinen Umständen nach. Die Entscheidung kann ihm ja nicht schwerfallen. Severin hat ja auch die ganze Mitgliedschaft hinter sich. Die Polizei noch dazu. Das sind doch Sozis. Ja. Na, was hast du denn da hier? Was ist denn los? Was runter mit dem Ding! Los! Den fehlt mir noch in meiner Sammlung! Und da, Lauwasch! Warum habt ihr denn nicht geholfen? Was soll ich denn machen? Ich bin auch Sozialdemokrat. Wir haben Auftrag, bei solchen Zwischenfällen nicht einzugreifen. Ja, ja, ja. Das ist doch ein unhaltbarer, würdenloser Zustand! Geht's doch nicht weiter. Man ist doch auf der Straße seines Lebens nicht mehr sicher. Unsere Belegschaft erwartet von den Genossen im Parteivorstand und in der Regierung, dass sie etwas unternehmen. Und nicht tatenlos zusehen, bis die Reaktion immer frecher wird und zum entscheidenden Schlag ausholt. Sehr richtig. Genossen, fallt doch nicht auf die kommunistischen Agitationsparolen herein. Wieso Parolen? Die SA marschiert wieder auf der Straße. Wenn Papen kein Einhalt geboten wird, der schreckt vor nichts zurück. Der wird auch die Verfassung zerreißen. Er wird sich hüten. Das wird der Hindenburg auch nie zulassen. Und wenn doch, dann habe ich schließlich noch meine Polizei, die wie ein Mann hinter mir steht. Nicht wahr, Herr Oberst? Jawohl, Herr Minister. Umso besser, Genosse Severin. Desto leichter kann eine Kampfaktion der Arbeiter zum Erfolg führen. Kampfaktion der Arbeiter? Über dieses Stadium sind wir hinaus. Nur die realen Machtfaktoren entscheiden. Nun ist es doch. Und die Macht in Preußen habe ich. Entschuldigt, aber die Staatsgeschäfte. Was sage ich jetzt der Belegschaft? Herr Minister, seine Exzellenz, der Herr Reichspräsident von Hindenburg, hat den Ausnahmezustand verhängt und Herrn Reichskanzler von Papen zum Reichskommissar von Preußen bestellt. Was? Zweitens, die vollziehende Gewalt ist Generalleutnant von Rundstedt übertragen. Drittens, Herr Minister, sind Sie des Amtes enthoben. Genosse Severin! Ich werde mich beim Staatsgerichtshof beschweren. Tun Sie es, wenn es Ihnen Spaß macht. Ich weiche nur der Gewalt. Welche Art von Gewalt wünschen Sie? Da kann man nur sagen, früh geil. Was? Das Militär will wieder regieren? Das riecht sauer. Keine Gruppen bilden! Bitte weitergehen! Gehen Sie weiter! Keine Gruppen bilden! Ansammlungen sind verboten! Weiter! Das alles erlebten wir bei Severin. Und so vor den Kopf zu stoßen, sich erst mit der Macht brüsten und sie dann nicht gebrauchen, sich kläglich ergeben, das übersteigt alles, was ich für möglich hielt. Sang und klanglos. Vor einem Leutnant und drei Mann. Und nun? Was soll geschehen, Kollegen? Ich komme eben aus den Siemenswerken. Ich war auch bei Borsig. Die Arbeiter sind bereit, Papen, dem Steigbügelhalter Hitlers die Stirn zu bieten. Alle wollen es. Und doch geschieht nichts. Warum?
Der Parteivorstand der SPD hat heute unser Angebot zum gemeinsamen Kampf gegen Papen und die Reaktion abgelehnt. Klassengenossen, ich wiederhole noch einmal unser Angebot. Wir stellen keinerlei Bedingungen für unser Zusammengehen, bis auf eine. Entschlossener Kampf gegen die Reaktion, gegen Faschismus und Krieg. Uns trennt kein Parteibuch. Klassenbrüder, schlagt in unsere Hand ein. Bravo! Meint ihr es aber auch ehrlich, Kollege Thälmann? Das geht aber zu weit. Das ist ein starker Tobak. Wieso denn? Jeder soll fragen, was ihn bedrückt. Das ist gut so, Kollege Dirrhagen. Angesichts der drohenden Gefahr, dass aus Deutschland durch den Faschismus ein Land der Galgen und Scheiterhaufen werden kann, sollten wir es nicht ehrlich meinen? Angesichts der drohenden Gefahr, dass Europa wieder von Schützengräben und Massengräbern durchzogen wird, sollten wir es nicht ehrlich meinen? Angesichts all dieser Gefahren sollten wir Kommunisten die geschlossene Kampfaktion der Arbeiterklasse nicht ehrlich meinen? Le comité d'organisation a décidé qu'elle aura lieu à huis clos. Condamnez les portes. Assis là-bas. Mes chers camarades, un ami de toujours, un fidèle et loyal compagnon de combat, le meilleur fils du peuple allemand, notre camarade Ernest Thälmann, va de cette tribune adresser un appel urgent à tous les gens honnêtes de ce pays. Kameraden, hier in Paris, in der Stadt der Kommune von 1871, dieses leuchtenden Fanals der revolutionären Arbeiterbewegung, heute, am 15. Jahrestag der siegreichen Oktoberrevolution, erhebe ich Anklage gegen die kapitalistischen Regierungen unserer beiden Länder. C'est ici à Paris! Bonsoir, monsieur le commissaire. Messieurs, quel bon vent vous amène? Bonsoir, bonsoir. Un nommé Thälmann, étranger indésirable, se trouve dans cette salle. Pour un étranger indésirable, il m'a l'air drôlement bien accueilli. Hein? Toutefois, j'ai un mandat de refoulement contre cet individu. Ah oui, mais ça, je ne sais pas si monsieur Thälmann est dans la salle, moi. Là. La loi ne nous oblige pas de vérifier l'identité de toutes les personnes présentes, hein? Ah, moi, la loi! Si on sort de la légalité, là, nous aussi, on se met de la conversation. Messieurs, n'oubliez pas que je suis assermenté et en exercice de mes fonctions.
Kameraden! Euer Leidensgefährte, der deutsche Arbeiter und Bauer, ist nicht euer Feind, sondern euer natürlicher Bundesgenosse. Ebenso wie der französische Werktätige nicht ein Feind der deutschen Werktätigen, sondern ihr Klassengenosse, ihr Kamerad ist. Aber angesichts der wachsenden Gefahr eines Krieges, auf den sich die Imperialisten Deutschlands und Frankreichs vorbereiten, müssen wir entschlossener denn je das große Wort Karl Liebknecht zu unserer Losung machen. Der Feind steht im eigenen Land. Wenn die Bourgeoisie für Aufrüstung kämpft, so rufen wir Kommunisten den Massen zu. Waffen in den Händen der herrschenden Klasse sind Waffen gegen das werktätige Volk. Nieder mit den Kriegssetzern in Deutschland und Frankreich. Nieder mit dem Krieg. Ab à la guerre. Französische Polizei sucht jemand. BZ. Bonjour. Kamerad Tillmann. Fast auf den Tag genau vor 14 Jahren. In den letzten Stunden des Krieges. Wir lagen hinter diesem Hügel. Und wir auf der anderen Seite. Ich möchte alle Toten des Weltkrieges grüßen und ihnen sagen, dass wir unermüdlich kämpfen werden, damit es zu keinem neuen Krieg mehr kommt. Wir könnten so gut wie Brüder leben. Für mich und die alten Frontsoldaten hat der Krieg seit 1914 nicht aufgehört. Und wenn der Kommunenchef Thälmann behauptet, mit friedlichen Mitteln den Versailler Vertrag beseitigen zu können, führt er bewusst unser Volk irre. Wir sind zu deutsch, um uns mit einem anderen Volk zu vergleichen. Aber am allerwenigsten mit verniegenden Französlingen. Mit diesem rassischen Mischmasch, das sich Frankreich schimpft. Und mit dem mythisch-bolschewistischen Russland, mit dem wir eines Tages Deutsch reden werden. Die Kohlenindustrie gibt uns 2% von ihrem Exporterlös für unseren Wahlfonds. Wie viel macht das? Etliche Millionen. Unserem geliebten Führer ein dreifaches Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Ich will heute wieder einmal als Prophet sprechen.
Die kommenden Wahlen werden als ein gigantischer Sieg meiner Idee in die Geschichte eingehen. Werktätier Hamburgs, wir sagen nicht, wählt Thälmann, dann habt ihr Arbeit und Brot. Wir sagen, auf euch selbst kommt es an. Die Schicksalsfrage des deutschen Volkes lautet, Rückschritt oder Fortschritt? Krieg oder Frieden? Hitler oder Thälmann? Der Faschismus und Krieg! Die rote Fahne! Wahlkampf auf dem Höhepunkt! Nur die Einheit macht die Arbeiterklasse stark. Nur der Kampf macht sie zur führenden Kraft der Nation. Die 800 Streiks der letzten Wochen sind zugleich ein Kampf gegen die wachsende faschistische Gefahr und ein Beweis mehr, dass die Interessen der Arbeiterklasse und der Nation die gleichen sind. Walter Ulbricht fordert, Werktätig Berliner, unterstützt die streikenden Verkehrsarbeiter. Eben sagt mir der Kollege Dirrhagen, dass man ihn aus der Gewerkschaft ausgeschlossen hat, nur weil er der Vorsitzende eures Streikkomitees ist. Vielen von euch ist es genauso ergangen. Mich haben die auch rausgeschmissen, nach jahrzehntelanger Tätigkeit im Transportarbeiterverband. Und warum? Weil ich Vorsitzender der KPD bin. Ja, ich bekenne mich schuldig, Vorsitzender der Partei Karl Liebknechts und Rosa Luxemburg zu sein. Ich bekenne mich schuldig, gegen Hunger und Ausbeutung zu kämpfen. Schuldig, gegen den Krieg zu kämpfen. Alter Länder, hört den Ruf der Solidarität, denn sie ist die stärkste Waffe, der jeder widersteht. Vor das soll ich vergessen, worin unsere Stärke besteht. Ein Hunger und ein Essen. Darauf kommt es jetzt an. Die Klassensolidarität. Die Kampfsolidarität. Werktätige Berlins. Die Nazis haben eine gewaltige Wahlniederlage erlitten. Sie haben 2 Millionen Stimmen verloren. Unsere kommunistische Partei aber ist in vielen Städten die stärkste Arbeiterpartei geworden. Und in Berlin sind wir die stärkste aller Parteien. Nach harten Monaten ein großer Sieg, ein schwerer Schlag gegen den Faschismus. Er wird nicht der letzte sein, wenn die Aktionseinheit der Arbeiter endlich zustande kommt. Einheit und nochmals Einheit, das ist unser Ruf. Wenn mich auch 2 Millionen Wahlesel verlassen, ich lasse mich nicht von meinem Weg abbringen. Ich bitte Sie, nehmen Sie es sich nicht durch zu Herzen. Mir dieses anzutun. München, ja, ich höre. NSDAP 150.000? Gehen Sie unverzüglich an vom Papen. Machen Sie ihm klar, unser Grab ist auch sein Grab. Mein Führer, bitte hören Sie doch. Ich werde es nicht zulassen, dass diese jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörer uns von unserem Weg abbringen. Ich werde diese Verbrecher... Die Arbeiter werden einen Gewaltstreich von Hitler nicht kampflos hinnehmen. Und trotzdem wird man versuchen, Hitler an die Macht zu schieben. Du bist da einmal oben. Das ist doch klar. Goebbels hat sich ja unverhohlen ausgesprochen. Legal bis zur letzten Sprosse. Aber gehängt wird doch. Die Nazis werden gegen jeden Arbeiter, der sich wehrt, rücksichtslos vorgehen. Ob SPD, KPD oder parteilos, rücksichtslos werden sie vorgehen. Walter, du musst unbedingt selbst noch einmal zum SPD-Vorstand gehen. Wir treffen uns später. Ich arbeite zu Hause noch am Neujahrsaufruf der Partei. Diesmal werde ich alle Arbeiter ansprechen. Auch die Parteilosen, auch die Christlichen. In dieser Schicksalsstunde müssen alle aufgerüttelt werden. Da kommt Hermann Matern. Genossen, eine Information. Die Ruhrindustriellen empfangen heute Abend noch einmal Hitler. Thälmann hat gestern wieder im Ruhrgebiet gesprochen. Ich habe mir genau berichten lassen. Unglaublich, welchen Anklang er findet. Und nicht nur beim Kommunisten. Machen wir uns nichts vor, meine Herren. Wenn wir jetzt nicht durchgreifen, wird das Jahr 33 böse Überraschungen für uns bringen. Mit Gewalt geht es nicht. Man muss Hitler erst salonfähig machen. Dann geht alles wie nach Noten.
Erst wird die KPD kassiert, dann die SPD und dann die Gewerkschaften. Hitler wäre ein guter Pokerspieler, kein übler Bluffer. Ja, wir kennen seine Karten. Also ich weiß nicht. Nicht zu voreilig. Wir könnten Frankreich damit leicht verstimmen. Wenn Sie noch lange zaudern, können Sie sehr leicht Amerika verstimmen. Oh, meine Herren, stolpern Sie doch nicht über das Wort Sozialismus. Beurteilen Sie mich nach meinen Taten. Der Krieg gegen den Weltbolschewismus wird hier in Deutschland begonnen. Darin erblicke ich meine Geschichte. Ich weiß nicht. Auf Hitler setzen? Und bei den nächsten Wahlen? Die Zeit der Wahlen ist vorbei, Verehrtester. Oder wollen Sie, dass die Kommunisten noch mehr gewinnen? Brauchst du was? Bleib mal sitzen. Na, wie fühlst du dich, Anna? Es ist bald soweit, Teddy. Ich spür's. Siehst du, nun wird's doch Jahrgang 1933. Wo bleibt bloß Fiete? Mach dir keine Sorgen, Anna. Er kommt bestimmt heute und bleibt bei dir, bis es soweit ist. Hier ist etwas für dich, die Zeit zu verkürzen. Danke. Aber jetzt musst du mich entschuldigen. Die Genossen warten. Wie der Stahl gehärtet wurde. Also Schluss jetzt! Ich will kein Wort mehr hören von Aktionseinheiten mit den Kommunisten. Und wenn Sie noch 10 Angebote machen, dann werden wir Sie noch 10-mal nach Hause schicken. Wählen. Aber wenn die Parteiführung so weitermacht, geht das wir alle noch ins größte Unglück. Eins wollen wir doch alle nicht. Eine Hitler-Regierung. Ach nee, was du nicht sagst. Heutzutage wäre das vielleicht das Beste. Voll Deibel! Meinst du? Jawohl, Tarno hat recht. Hitler soll ruhig mal zeigen, was er kann. Da wirtschaftet er sich schnell ab. Und hängt die Besten von uns auf und wartet kniehoch im Blut. Das kann doch nicht die Meinung von der Parteiführung sein. Was verstehst du schon von Realpolitik? Ach, Quatsch. Ich hab die Nase voll. Ich geh nach Hause, Genossen. Robert, sei kein Frosch. Ist doch nur einmal Silvester. Sieh mal an, der rote Deerhaken. Stimmt das, Genossen Tarno, was der Parteivorstand dafür ist, Hitler an die Macht zu lassen? Quatsch mich hier nicht an. Also doch. Hellmanns Angebot im Kampf gegen Hitler ablehnen. Aber Hitler bewusst an die Macht lassen. Das ist die Stelle der Parteiführung. Stimmt das oder nicht? Dir bin ich keine Rechenschaft schuldig. 36 Jahre bin ich in der Partei. Ich war ihr immer Rechenschaft schuldig. Aber jetzt... Jetzt kann ich nicht mehr! Komm her! Prestatter! Hitler wird sich an die Spielregeln der Demokratie halten müssen. Sonst wird er sich nicht einen Tag halten können. Aus. Alles aus. Was ist mit dir, Kollege Dagen? Setz dich doch erstmal. Wie blinde Hühner laufen zu dem Tarno nach. Wie die Hühner. Aus. Was ist mit Tarno? Mit dem habe ich nichts mehr zu tun. Hitler will dir an die Macht lassen. Hitler! Und die Genossen? An denen ist Hopfen und Malz verloren. Aus. Sprich dir nur alles vom Herzen. Der Parteivorstand der SPD hat zwar die Aktionseinheit gegen Hitler abgelehnt, aber die sozialdemokratischen Arbeiter sind anderer Meinung. Es kommt jetzt alles darauf an, die antifaschistische Kampfgemeinschaft mit den sozialdemokratischen Arbeitern zu schaffen. Das ist doch klar. Versteht denn der SPD-Vorstand immer noch nichts? Nur die Nazis werden doch auch gegen die SPD vorgehen. Die werden unser ganzes Volk ins Unglück stürzen. Das begreife ich sogar. Dabei bin ich nur ein einfacher Prolet. Eben. Deshalb. Entschuldige mich, Genossen. Ja, was werden wir jetzt tun, Genosse Pieck? Überall, jeder auf seinem Platz, werden wir um die Arbeitereinheit gegen den Faschismus ringen. Wir sind doch Kommunisten, Kulle.
Und wenn auch der Kampf andere Formen annimmt, immer sind wir bei den Massen, beim Volk. Unsere gerechte Sache wird siegen. Keiner kann der Arbeiterklasse den Kampf abnehmen. Und wenn sich selbst jetzt die Arbeiterparteien nicht finden, wird der Faschismus eine Blutherrschaft errichten, von der wir uns noch keine Vorstellung machen können. Ein jahrelanges, schweres Ringen. Ah, Peter. Herr Kolle. Von Johnny Scheer. Und dies hier von Walter. Die Vorschläge für die illegalen Leitungen. Ich bringe dich ins ZK, Genosse Tillmann. Ja, Kolle. Und ich fahre jetzt gleich nach Kassel. Heute nicht, Peter. Vierbreiter wird für dich fahren. Unerwartet. Nicht leicht für sie jetzt allein zu sein. Du hast ja bestimmt noch nichts gegessen, Kulle. Ach, das ist ja schlimm. Hier, stärk dich erstmal. Ja, ich gehe auch. Ich habe mich schon so lange aufgehalten. Ich danke dir, Kollege Dillmann. Wir sind Kollege Dillmann. Komm doch zu mir mit rein. Was nur? Enne wartet auf dich. Ich gehe mit Dillhagen ins Parteilokal gegenüber. Und Front. Und Front. Du! Komm, setz dich. Was machen die Hamburger Genossen? Erzähl ich später. Also ein neues Buch? Ja, hat mir Teddy geschenkt. Ein großartiges Buch. Hab's mir schon immer gewünscht. Hier, lies mal diese Stelle. Nein, ich lese dir selber vor. Das Wertvollste, was der Mensch besitzt, ist das Leben. Es wird ihm nur ein einziges Mal gegeben. Und benutzen soll er es so, dass er sterbend sagen kann, mein ganzes Leben, meine ganze Kraft habe ich dem Herrlichsten in der Welt, dem Kampf für die Befreiung der Menschheit gewidmet. Ich möchte auch mal so schreiben können. Und so leben. Ja. Du. Vielleicht wird unser Kind mal ein Schriftsteller. Vielleicht wird es mal ganz etwas Besonderes leisten. Na ja, das gibt es. Die verborgenen Fähigkeiten der Eltern brechen plötzlich bei ihrem Sprössling durch und siehe da... Oh. Oh. Zumindest wird sie eine gute, tüchtige Pionierin sein. Pionier? Meinetwegen Pionier. Du verleugnest dich ja selber. Was hast du denn gegen Mädchen? Und was hast du gegen Jungs? Warum willst du unbedingt ein Mädchen haben? Weil ich es Enne nennen will, du Dummes. Ein Junge kann doch unmöglich Enne heißen. Naja. Weißt du, Enne, wenn man so ein Kind hat, da lebt man sozusagen zweimal. Die Verantwortung wird noch größer. Für den kleinen Menschen. Und für die Menschheit. Das Jahr fängt gut an. Vorsicht, meine Herren, auf einem Europa ohne Kommunisten. Wir Nationalsozialisten wissen, dass wir Deutschen berufen sind, die Gehilfen Gottes zu sein bei der Vollendung der Welt. Und darauf lassen Sie uns trinken. Zum Wohle, Herr General. Ich danke, Herr von Papen. Auf den neuen Reichskanzler. Der Wille des einfachen Mannes und des Volkes hat mich an die Spitze der
Organisation gestellt. Mann der Führer! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Ich danke der gütigen Vorsehung, die ihr in der Hand über mich gehalten habt. Ich freue mich, dass ich euch und ihr könnt euch freuen, dass ihr mich gefunden habt. Dass es nur zu keinem Generalstreik kommt. Nicht anzunehmen. Tarnow hat heute noch einmal öffentlich die Arbeiter vor solch einem Abenteuer gewarnt. Ich verlasse mich lieber auf mich. Mein Plan. Von hier aus, dann hier und hier. Der Gang führt unter der Straße, direkt in den Reichstag. Und wenn man Hindenburg sterben ließe, ob das die Menschen nicht noch mehr gegen die Kommune aufbringen würde? Der alte Herr kann uns noch nützlich sein. Und das hier, das ist mal was Neues. Seit Nero nicht da gewesen. Das ist das Werk dieser bolschewistischen Untermenschen. Ich werde den Kommunismus mit Stumpf und Stiel ausraten. Diese Kommunisten. Einheitsfront. Ich mache doch keine Einheitsfront mit Brandstiftern. Da drüben steht einer der engsten Freunde Thälmanns, der bekannte Kommunistenführer Jansen. Wo? Da. Thälmann. Was ist mit dir, die? Verhaftet. Wer war das, mit dem Sie da eben gesprochen haben? Den kenne ich nicht. Wo ist er hin? Weitergegangen. Verhaftet. Umdrehen! Na, willst du reden? Überleg's dir. Überleg aber nicht zu lange. Oder willst du wieder ins Musikzimmer, hm? Ob du endlich reden willst, frag ich dich. Wo ist Hinter Jansen? Der Bulgare Dimitrov. Ach, das also ist der Reichstagsbrandstifter. Sie sehen so aus, als ob Sie viel besser wüssten, wer der Reichstag in Brand gesteckt hat. Mut, Genosse. Du Schwein, du Lump! Legst du den Ketten? Und weh! Der Schlaut an die Wand! Er! Noch er! Ein ereignisreicher Tag in der Geschichte der nationalsozialistischen Bewegung. Das Reichstagsgebäude wurde von bolschewistischen Untermenschen zerstört. Aber nun tritt der Reichstag in der Trolloper zusammen. Vor mir sehe ich das Hakenkreuz. Ich werde mich bei Göring beschweren. Als Reichstagspräsident ist er verpflichtet, die parlamentarischen Regeln zu beachten. Die Zweidrittelmehrheit bekommen die doch. Wieso? Die Kommunisten sind doch ausgeschaltet. Das sind allein 81 Mandate, die wegfallen. Du kannst doch nicht von mir verlangen, dass ich meine Stimme den Nazis gebe. Richtig. Es ist doch geradezu ein Skandal, dass wir durch unsere Teilnahme an dieser Sitzung den Nazis in die Hand spielen. Erlaube mal. Die Nazis haben doch viele unserer außenpolitischen Forderungen übernommen. Ja, und? Sollen wir gegen unsere eigenen Forderungen stimmen, nur weil sie jetzt die Nazis einbringen? Es geht doch darum, dass... Es geht darum, dass wir jetzt gehen. Sehr richtig. Also, das überlegt das doch mal. Man kann die Fraktion doch nicht spalten. Wir kommen zur Abstimmung. Wie gesagt, wir kommen zur Abstimmung. Wer ist für das außenpolitische Programm der Regierung Hitler-Papen? Ja.
Schimanskis Pasta der hier. Was war das für Figuren? Saarländische Delegation. Arbeiter und ein paar Journalisten. Also Schluss jetzt, Frau Thälmann! Und ich beharre auf eine Aussprache mit meinem Mann, die mir laut... Was könnt ihr denn so passen? Die mir laut Recht und Gesetz zusteht. Hier bezahlen wir die Musik. Ihr seid doch nicht allein auf der Welt. Was wollen Sie damit sagen? Das, was ich gesagt habe. Heidinda! Sturmbannführer, der Staatsrat ist eingetroffen mit dieser saarländischen Delegation. Es bedrückt mich tief, dass im Ausland und selbst im Saargebiet die törichtesten Behauptungen über die bei uns herrschenden Zustände geglaubt werden. Bitte überzeugen Sie sich selbst, wie es dem Kommunistenführer Thälmann geht. Herr Thälmann, die Herrschaften aus dem Saargebiet haben den Wunsch geäußert, Sie zu sprechen. Meine Herren, ich bitte Sie, keine politischen Fragen zu berühren. Dürfen Sie Besuch empfangen, Herr Thälmann? Nicht einmal meine Frau darf mich besuchen. Und Briefe? Haben Sie den Brief erhalten, der unsere Ankunft ankündigt? Nein. Aber meine Herren, wir wussten doch, dass Sie kommen. Und jetzt sind Sie da. Hat man Ihnen die Anklageschrift zugestellt? Nein, auch nicht. Wie werden Sie behandelt, Herr Thälmann? Misshandelt werde ich. Schluss! Und nicht nur ich! Kein Wort mehr! Meine Herrschaften, darf ich bitten? Tausende werden misshandelt, werden fies umgebracht! Sagt das den Arbeitern! Überall in der Welt! Das müssen alle erfahren! Wachtmeister geworden ist, nicht noch lange zaudern. Wem könnte man die Aufgabe anvertrauen? Wem? Mir natürlich. Nein. Einen, der in Berlin ganz unbekannt ist. Am besten einer aus Hamburg. Aber ich bringe Ernst doch über die Grenze. Das ist was anderes. Wen stellst du vor? Ich wüsste einen. Der war schon im Oktober dabei. Hier ist der Wachsabdruck. Das werden Ihnen die Arbeiter nicht vergessen. Es war nicht einfach, an den Schlüssel ranzukommen. Bekomme ihn immer nur für Minuten vom Sturmbannführer Quadde. Quadde? Gottlieb Quadde? Richtig. Sonderbeauftragter Görings. Ach. Sie helfen uns doch weiter. Das ist nicht einfach. Aber möglich. Fest? Haargenau. Guten Abend. Edler. Hallo. Zigarette. Um 1 Uhr. Ich weiß nicht, ob man es heute riskieren kann. Quad ist noch drin. Skatamt. Das ist gut. Wenn der einmal sitzt, sitzt er. Also Ausgang 3. Die Schäferhunde sind dann im Nebenhof. Gut. Wenn etwas schief geht, gebe ich 2 Schüsse ab. Da liegt er.
Thälmanns Schlüssel? Na ja, klar, häng auf, los. Ja, das ist der Wachtmeister hat doch eben Thälmanns Zelle abgeschlossen. Los, Kaschan, los! Angeklagter Christian Deik. Sie wollen also nicht sagen, wer an dem Befreiungsversuch noch beteiligt war? Sie wollen auch nicht aussagen, wer diesen Schlüssel hier angefertigt hat? Also haben Sie ihn selbst gemacht. Zeuge Schutzhaftgefangener Arthur Vierbreiter. Stehen Sie gerade. Ich habe 6 Vernehmungen hinter mir. Sie sind von Beruf Kanalisationsarbeiter. Ehemaliger Abgeordneter des Deutschen Reichstages und ehemaliger Vorsitzender der Kommunistischen Partei in Hamburg. Stimmt das? Ja. Sind Sie mit dem Angeklagten Christian Deik verwandt oder verschwägert? Ich bin mit ihm verwandt. Durch eine große Idee. Ist das alles, was Sie uns zu sagen haben? Ist das wenig? Engchen! Engchen! Ich bin so froh, Martha, dass du den Brief so schnell bekommen hast. Wir werden uns schon vertragen, wie Engchen. Es drückt mir das Herz ab, dass ich die Kleine weggeben muss. Aber du verstehst, Martha, in meiner Lage. Wir sind doch alle eine Familie. Verwandt durch eine große Idee. Engchen, du gehst jetzt mit Tante Martha mit, ja? Und die Mami, die kommt nachher und holt dich ab. Ich danke dir, Martha. Mein liebes kleines Hähnchen. Die Minute genau. Wie es sich gehört. Ich bringe etwas. Auch Speis. Für den Genossen Thälmann. Zu seinem Geburtstag. Brief. Von Romain Rolland, Gorki und Dimitrov. Nicht hier. Dort oben sind wir unbeobachtet. Ja. Maurice, unsere Fahne. Für sie ist jetzt kein Platz in Deutschland. Wir werden sie vorantragen. In Spanien. Gegen die Faschisten. Wir könnten so gut als Brüder leben. Unsere beiden Völker. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Nur verkämpft
Zähl zu den Lebenden. Thälmann. Zufrieden, Postfritzen. Machen uns nur Scherereien. Scheint das Gefängnis für eine Tanzbar zu halten. Hol doch mal die Nudelkocher rüber. In deren bist du groß geworden. Rosa. Nur eine Frage, Herr Quadet. Na, was gibt's denn, Frau Thälmann? Ist eigentlich Post gekommen? Ernst. Alles, alles Gute zu deinem Geburtstag. Und bleib gesund. Danke dir, Rosa. Alle lassen grüßen. Die ganze Familie. Wilhelm. Walter. Das ganze ZK. Ach Gott, Sie sind doch eigentlich zu bedauern. Wieso? Sie machen hier den Aufpasser und sind doch selbst nur ein halber Gefangener. Das sehen Sie wohl nicht ganz richtig. Herr Thälmann! Warum seid ihr heute so spät gekommen? Man hat mich wieder stundenlang warten lassen. Ich protestiere gegen diese Schikanen. Nicht einmal an meinem Geburtstag wird meine Besuchszeit pünktlich eingehalten. Was wollen Sie eigentlich, Thälmann? Es kommt ja doch keiner zu Ihnen. An Ihrem 50. Geburtstag, da sah es noch anders aus. Aber heute? Also Ihre Frau und Ihre Tochter bin ich der Einzige, der Ihnen gratuliert. Die Welt hat Sie vergessen. Na, hören wir uns das Ding mal an. Grüßen Sie voller Respekt. Sie sind für uns das Symbol des großen Friedens unter den Völkern der ganzen Welt. Romain Rolland. Der Augenblick wird kommen, da alle Herzen wie eine Flamme auflodern und den Faschismus ausbringen werden. Maxim Gorki. Wir eine Flamme auflodern und den Faschismus ausbrennen werden. Skandal!
Ausgerechnet hier bei uns. Auslöschen! Das ganze Geschwüre auslöschen! Ganze Pack auslöschen! Zersetzen muss man sie. Mein Führer, das ist eine Aufgabe für mich. Ich will Meier heißen, wenn mir das nicht gelingt. Hoher Besuch, Herr Thälmann. Seien Sie vernünftig. Achtung, pressen Sie das Klingel! Sonderauftrag, weiter zur Verfügung ist danke, danke. Wo ist denn dieser Thälmann? Hier im Gang, Exzellenz, völlig isoliert. Die Zellen oben und unten sind auch leer. Guten Tag, Herr Thälmann. Ich bin, wie Sie sehen, zu Ihnen gekommen, Herr Thälmann. Ich hätte Sie natürlich auch holen lassen können. Ins Innenministerium, ins Luftfahrtministerium. In die Gestapo. Ich will aber, dass Sie freiwillig den Schritt zu mir machen. Ich habe Sie immer geschätzt, Thälmann. Meine Überzeugung widerspricht der Ihren, aber Ihre Haltung, Ihre Unbestechlichkeit bringen mir Achtung ab. Na, harte Nuss, dieser Thälmann, was? Meinen Sie? Dem Chef gelingt alles. Wir schicken uns an, die Neuordnung Europas zu beginnen. Und Sie können dabei sein. Ich biete Ihnen die Freiheit an, Herr Thälmann. Und verlange nichts Unmögliches dafür. Mitglied unserer Partei brauchen Sie nicht zu werden. Sie brauchen nur... So, also erwiderst du unser ehrliches Entgegenkommen. Das eine sage ich dir. Ich werde dich nicht erschießen lassen. Ich werde dich auch nicht aufhängen lassen. Ich werde dich nicht von meinen Hunden zerreißen lassen. Das wäre ein zu schöner, ein zu schneller Tod für dich. Faulen wirst du bei lebendigem Leibe. Jahrelang, jahrzehntelang. Faulen und vermodern wie ein Kadaver. Wir aber werden Europa beherrschen. Billigstes Menschenmaterial. Norwegen, Flankenschutz im Norden. Dänemark, Holland, unser Fleisch- und Fettlieferant. Belgien, Kohle, Eisenerze. Frankreich, Erze, Kohle, Wein. Nordafrika, unser Ziel, der Suezkanal. Balkan, Flankenschutz im Süden. Schwarzmeer, Öl. Donbass, Kohle, Stahl. Ukraine, Getreide. Noch ein paar Tage und unsere Truppen sind in Moskau. Niemand kann uns mehr aufhalten. Und liegt Russland am Boden, dann ist dieser Kontinent deutsch. Ungeahnte, ungeheure Perspektiven. Es kann auch schief gehen. Der Krieg kann sich hinziehen. Das käme manchem gelegen. Lieber Mr. McFarlane, Sie scheinen es nicht gern zu sehen, dass es uns Deutschen endlich einmal gut geht. Ich sehe es gern, wenn es mir gut geht. Mein Sohn übernimmt unsere Ostwerke in Polen und Galizien. Wir haben dort die denkbar besten Produktionsmöglichkeiten. Arbeitskräfte aus den Konzentrationslagern. Herr Geheimrat! Ja? Der Transport nach Lemberg. Sämtliche Kugellager für die Ausrüstung im Ostwerk 3, sie sollten gerade verladen werden, sind völlig unbrauchbar. Was sagen Sie, unbrauchbar? 500 Millimeter unter dem Standardmaß. Die Zeichnungen sind gefälscht worden. Einer der Saboteure wurde gefasst, ein Franzose. Konrad. Kommen Sie. Scheußlich. Naja. Schließlich kein Wunder bei 60% Fremdarbeitern. Ungeahnte Perspektiven. Kommandeur, auf!
kenne sie doch. Saarländische Delegation. Bei Thälmann. Sie kennen uns noch lange nicht. Sie wissen, was auf Sabotage steht. Ab! Es lebe der antifaschistische Kampf! Es lebe Ernst Thälmann! Als Volk ohne Raum haben wir bisher immer beiseite gestanden. Jetzt wollen wir nicht länger habedicht bleiben. Wir kämpfen nicht um blasse Ideale. Wir wollen uns endlich gesund stoßen am Fettnapf der Welt. Sondermeldung! Achtung, Achtung! Wir verlesen eine Botschaft des Führers. Der Krieg im Osten geht zu Ende. Die Rote Armee ist vernichtet. Die Einnahme Moskaus ist nur noch eine Frage von Tagen. Männer, die Siegesfeier wird verlegt in Hof. Ihr habt mich freiwillig an die Front gemeldet. Nächste Woche sitze ich im Kreml, Thälmann. Jawohl! Was kommt denn uns an? Da bleibt dir die Spucke weg, wa? Sei mal ruhig! Warum? Ich will was sagen. Ruhig. Ja, nur red doch. Die Sowjetunion besteht schon mehr als 20 Jahre. Das Hitlerreich wird nicht so lange bestehen. Teil der Uhrig-Gruppe ist hochgegangen. Mehr als 1000 Genossen. Auch unsere Stadtteilleitung. Das ist bereits die fünfte. Martha, du musst einspringen. Wir brauchen Verbindung zu den Großbetrieben. Noch etwas. Hast du die Adresse vom Genossen Tomaschek? Ich brauche ihn dringend. Herzberger Straße 17 beim Polen hinter Strien. Grüß die Kleine von mir. Ich habe solche Sehnsucht. Also dann nehme ich eben die 8. Reihe. So, du kannst wieder feiern, was? Mit den paar Kohlen kriege ich nicht mal mein Zimmer warm. Wo bleiben denn bloß die Kohlen? Mächtig auch wissen, wa? Der halbe Welt haben wir erobert. Aber unser Ins kriegt immer weniger und weniger. Na, könnt ihr denn nicht lesen? Keiner soll hungern, ohne zu frieren. Verzeihung. Ja? Könnte ich Herrn Tomaschek sprechen? Stille! Der arbeitet nicht mehr hier. Sieh mal an, Frau Jansen. Da kommst du schon mit. Сопроявленное мужество и отвагу в боях 143-ю партийскую танковую дивизию в
Свет и миновать именем славного борца за идеи социализма. Ach, das Arme. Du packst gar keinen Kampf. Erhält die Division den Namen Panzerdivision Ernst Thälmann. Гвардейцы, перед нами стоят эсэсовские части, заклятые враги трудового народа. Но наше дело правое, и мы победим. Да здравствует товарищ Эрнст Тельман! Да здравствует наша великая Родина! Sache ist gerecht. Wir werden siegen. Die Zeitung. Scheint wohl nicht sehr gut zu stehen. Sie waren Mitglied im Zentralkomitee des Kommunistischen Jugendverbandes und wollen nicht einmal die Namen Ihrer engsten Mitarbeiter kennen? Nein. Allen will ich jetzt glauben. Ihnen nicht. Na, ich will Ihnen entgegenkommen. Sprechen wir doch mal von der Zeit kurz vor dem Umbruch. Sie waren doch damals auf dem sogenannten Internationalen Antikriegskongress in Amsterdam. Sie können sich nicht erinnern. Auch nicht, wer damals aus Berlin mit Ihnen gefahren ist? Ich kenne keine Namen. Mami! Mami! Sie haben doch menschliche Regungen, Frau Jansen. Sehr gut. Da werden wir sicherlich auch eine gemeinsame Sprache finden. Lass doch das liebe Kind reinkommen. Ännchen! Mama! Ännchen! Mein liebes kleines Ännchen! Aus. Ach, Ännchen. Schön ist das Leben, wenn man sein Kind hat. Seine Wohnung, seine Bücher. Schöne Bücher haben Sie zu Hause. Ich habe die Zeit genommen, sie mal anzusehen. Da haben Sie hier etwas Treffendes angestrichen, Frau Jansen. Das Wertvollste, was der Mensch besitzt, ist das Leben. Es wird dir nur ein einziges Mal gegeben. Das Mitglied der Hamburger Parteileitung, mit dem Sie in Amsterdam waren, hieß bis zum Kriegsausbruch Lotte Waldmann. Hm? Und jetzt, jetzt heißt sie Erika. Nicht wahr? Ich mache kurzen Prozess. Entweder antworten Sie mir, wie es sich gehört, oder Sie haben das Kind das letzte Mal gesehen! Und auch das Kind Sie! Verstanden? Wein nicht, kleines Ännchen. Auch das ist einmal vorbei.
Sturmbannführer, eine wichtige Nachricht. Vertrauliche Mitteilung. Die 6. Armee bei Stalingrad ist aufgerieben. Der Führer hat 3 Tage Volkstrauer befohlen. Verstärkter Wachschutz. Niederlage bei Stalingrad. Genossen! Sieg der Roten Armee bei Stalingrad! Bauernhalten! Schert euch eure Zähne! Macht ihn her! Nicht mehr so! Sie freuen sich auch, Dämon? Hunderttausende sind gefallen! Mein Sohn ist dabei! Worüber freuen Sie sich, Dämon? Weil Stalingrad der Anfang vom Ende ist. Vom Ende etwas. Vom Ende des Krieges. Damit nicht noch 100.000 Söhne fallen. Die in diesem Augenblick die ganze Nation repräsentierte, richtete der Reichsminister 10 Fragen. Ich hätte behaupten, das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kapitulation. Aufmachen!
Meeresclub war heute Morgen 6 Uhr, zeichnet sich folgende Bewegung des Gegners ab. Die erste ukrainische Front hat südlich Lemberg mit starken Kräften, darunter außerordentlich zahlreichen Panzereinheiten, unsere Front beim 52. AK an 2 Stellen durchbrochen. Damit droht unsere Verbände in diesem Raum die Einschließung. Mein Führer, ich melde die Durchführung der Exekution an den Attentätern des 20. Juli. Meine Volksgenossen, der Sieg war noch nie so nahe. Wir haben zwar viel verloren, aber zugleich auch viel gewonnen. Ohne Gepäck marschiert es sich leichter. Alter Quatschkopf. Spreche aus dem Führerhauptquartier. Der Führer ist wie stets ruhig und gefasst und von dem Endsieg überzeugt. Wir danken der Vorsehung, dass sie ihn uns erhalten hat. Und das gibt uns die Gewissheit, dass wir... Dass der Anschlag auf Hitler missglückte. Damit konnte keiner rechnen. Die Konsequenzen sind nicht abzusehen. Wenn wir uns nicht bald mit den Westmächten verständigen. Richtig. Nur so ist die Katastrophe abzuwenden. Unsere besten Werke. Unser Stolz. Armes Deutschland. Wenn wir nur das Ruhrgebiet noch retten. Meine Herren, ich erhielt über Schweden ein Schreiben von McFaller. Na und? Eine verheißungsvolle Botschaft. Kann der die Russen aufhalten? Die Russen! Die Russen! Разрешите задать вопрос военнопленным? Задавайте. Was habt ihr mit Feldmann gemacht? Verstehe ich nicht. Kennst du nicht Feldmann? Ernst Feldmann? Nein. Quader heißen sie. Sturmbannführer. Sonderbeauftragter Gerings. Und dann haben sie nie gehört von Feldmann? Auch nicht von Buchenwald, Dachau, Auschwitz. Das wird sich finden. Видите его? Mein Führer, die Heeresgruppe Süd meldet, dem Gegner ist es gelungen, den Ring im Süden fast zu schließen. Ich fürchte, mein Führer, wir müssen große Teile auch dieser Heeresgruppe abschreiben. Was soll das heißen? Ist das eine Anspielung? Soll das eine Drohung sein? Das Wort Kapitulation habe ich 1933 aus dem deutschen Wortschatz gestrichen. Es wird bis zum letzten Mann gekämpft. Nach uns darf und wird es in Deutschland niemand mehr geben. Bevor wir abtreten, schlagen wir die Türe zu, dass ganz Europa erzittert. Wenn Deutschland sich meiner unwürdig erweist, ich weine dem deutschen Volk keine Tränen nach. Was ist mit ihm? Die Russen sind doch nicht mehr aufzuhalten. Sie kesseln eine Armee nach der anderen ein. Und Hitlers Wunderwaffen. Na, ist ja doch alles vorbei. Wachtmeister.
Sie bedrückt doch was anderes. Der letzte. Zwei habe ich schon verloren. Nun geht auch der noch an die Front. Nach Lemberg, als Flankhelfer. Auch keine 16 Jahre alt. Was soll ich bloß tun, Herr Thielmann? Es ist doch mein einziger. Was soll der Junge bloß tun? Mann, was der Junge tun soll? Überlaufen. Leben soll er. Leben für ein neues, für ein besseres Deutschland. Dass der Kessel kapituliert. 60.000 Deutsche fiel. Jede gewonnene Stunde rettet Tausenden unserer Landsleute das Leben. Gegen 12 Uhr schickt das sowjetische Oberkommando Parlamentäre. Bis dahin musst du in Aktion getreten sein. 60.000 Menschen leben viele. Mach's gut. Wir werden schon machen. Herr General, melde wie befohlen, die verwundeten 640 Mann sind transportfertig. Fahren Sie, beeilen Sie sich. Wir wissen nicht, wie lange wir den Bahndamm noch halten können. Moment mal. Die Russen drohen am Bahndamm durchzubrechen. Herr General, ich verlange, dass alle Verwundeten an die Front geworfen werden. Und greifen Sie doch ein. Sie kennen doch den Führerbefehl. Der Kessel muss bis zum letzten Mann gehalten werden. Der Wehrwirtschaftsführer. Es handelt sich um Verwundete. Das ist doch unmenschlich. Hauptmann Schröder, dieses unbedachte Wort können Sie nur durch persönlichen Einsatz sühnen. Herr General, ich bitte um Versetzung zur kämpfenden Truppe. Führerbefehl, der General gibt Ihnen den nötigen Rückhalt. Auch die Liquidierung der KZ-Häftlinge und der polnischen Arbeiter der Ostwerke steht durchaus im Einklang mit diesem Befehl. Hast du die Verbindung? Ja, Aurora. Achtung! Die Parole lautet: Alle Waffen gegen Hitler. Alle Kräfte für ein freies Deutschland. Es folgen Anweisungen. Sag Stanislaus, ein Lastwagen mit Landsleuten von ihm kommt. Partisanen. Sie bringen Waffen mit.
Er soll sie als Arbeiter einteilen. Wo kommt ihr denn jetzt her? Verstärkung der Arbeitsbrigade, Herr Kommandant. Hier kommt der Reis nicht spät. Werkzeug für die Baustelle. Was soll man machen? Ihr fahrt mal auf den Werkhof. Aurora? Das sind wohl unsere letzten Reserven. Wenn ich die sehe, weiß ich Bescheid. Was wollen ihr denn? Uns etwa ablösen? Ihr seid wohl die Stoßtruppe für den Ausbruch. Halt doch die Schnauze. Soldaten. Eingekesselte deutsche Soldaten. Ruhig, Ivan spricht. Wir schicken Parlamentäre. Rettet euer Leben vor dem sicheren Tod. Was heißt denn das? Das waren doch Parlamentäre. Das konnte man doch deutlich sehen. Das werden uns die Russen heimzahlen. Menschenskind, wir sitzen noch in der Falle. Nicht die. Ich habe deutlich die weiße Fahne gesehen. Klar, die wollten verhandeln. Maul halten! Habt ihr denn immer noch nicht begriffen? Landsleute, als Vorsitzender der Kommunistischen Partei Deutschlands, Stellvertreter Ernst Thälmanns, fordere ich euch auf, legt die Waffen nieder. Das ist doch Wilhelm Pieck. Rennt nicht in einen sinnlosen Tod. Die Hitler-Diktatur ist am Ende. Aber das deutsche Volk braucht euch zum Aufbau eines besseren Deutschland. Landsleute, unser Volk wird ein freies, friedliebendes, unabhängiges Deutschland schaffen. Zu dieser Tat rufen wir alle deutschen Patrioten auf. Deutschland soll zu wahrer Größe und wirklichem Wohlstand kommen, so wie Thälmann es im Programm der sozialen und nationalen Befreiung verkündete. Ob die es ehrlich meinen? Quatsch, die machen uns alle fertig. Für die Schweinerei mit den Parlamentären werden wir alle den Kopf hinhalten müssen. Landsleute, die Russen haben uns an der Gurgel. Sie brauchen nur zuzudrücken. Aber sie wollen es gar nicht. Hätten sie sonst das Trommelfeuer abgebrochen? Das ist doch ein Roter! Mensch! Was passiert, wenn wir kapitulieren? Das wird von uns abhängen. Hauptmann, haben Sie Mut, mit mir rüberzugehen? Gut, gehen wir.
Sie bereiten die Übergabe hier in diesem Abschnitt vor. Jawohl. Bitte. Nehmen Sie mich mit rüber. Aber Junge, das ist so eine Sache. Vater hat mir von Thälmann erzählt. Der hat ihm gesagt, wir sollen überlaufen. Wo? Im Zuchthaus? Er muss Thälmann bewachen. Bitte, nehmen Sie mich mit rüber. Einverstanden. Gehen wir. Sagen Sie, was sind Sie eigentlich für ein Deutscher? Kämpfen gegen Ihr eigenes Vaterland? Nein, so ist das ganz und gar nicht. Ich kämpfe gegen Hitler für Deutschland. Im Geiste Thälmanns alle Waffen gegen Hitler. Für Deutschland, es gilt Deutschland zu retten. Was tue ich eigentlich? Wohin gehe ich? Vorwärts gehen wir, Hauptmann. Vorwärts! Folgende Fragen vorbringen. Erstens, können wir unseren Proviant und unser persönliches Eigentum mit in die Gefangenschaft nehmen? Zweitens, stehen uns auch in der Gefangenschaft unsere Ordonnanzen und Furschen weiterhin zur Verfügung? Drittens, werden uns all die Vergünstigungen, auf die wir Offiziere nach den internationalen Bestimmungen Anspruch haben, zugesichert? Und an Ihre Soldaten denken Sie nicht? Alle völkerrechtlichen Bestimmungen werden eingehalten. Erklären Sie die Kapitulation Ihres ganzen Armeekorps. Verstehen Sie? Und der Direktor der Ostwerke, wissen Sie, wo er sich befindet? Herr Direktor ist hier nur Privatperson. Privat oder in Uniform? Uns ist das gleich, wie Sie auf der Anklagebank sitzen werden.
Wer sind Sie denn überhaupt? Ein Hamburger Werftarbeiter. Ein deutscher Patriot. Ein Schüler Thälmanns. Мы с ним пришли под Сталинграда и пришли сюда. Sich fertig, Thälmann. Was nun kommt. Ja. Ein besseres Deutschland. Ein Deutschland ohne euch. Das Wertvollste, was der Mensch besitzt, ist das Leben. Es wird ihm nur ein einziges Mal gegeben. Und benutzen soll er es so, dass er sterbend sagen kann, mein ganzes Leben, meine ganze Kraft habe ich dem Herrlichsten auf der Welt, dem Kampf für die Befreiung der Menschheit gewidmet.